had wear double gequält als der Halter als vertuschen will, machte es noch schlimmer. Ein Bulldoggen-Weibchen wollte eine Zeit gequält, der Halter wollte die Aktion mit Reinigungsmittel als aber vertuschen machte aber als schlimmer. Von Max Pazzi. Kelly, Großbritannien, ein Mann verletzte sein Kad in Absiklitz, als die Sperren vertuschen wollte, wurde als noch schlimmer. Gary Bell lebt in der Stadt Gale, mit 70.000 Einwohnern im Norden Englands. Trotz all dieser Menschen gelang es ihm, sein Kad in eine Zeit zu holen und dass es jemand bemerkte. Zu der Namen des amerikanischen Bulldoggen-Weibchens wurde dabei so berichtet, dass es sogar im Kopf blutet, wo es sich die Taten abgespielt haben, ist anklar. Um sich jedoch zu verschleiern, spult Gary Bell das von Leid geblankt, die Riemer zu ab, jedoch nicht mit einer Dusche oder Falle der Grimmfuhl hat, sondern mit einem normalen Hausreiniger als Abo für Menschen. Als eines Tages die britische Tierschutzorganisation RSPCA darauf aufmerksam wurde, dann Exekativ Boderter des Mannstand Floer sofort, berichteten die Tierschutzer Kurtlitz. Die RSPCA-Mitarbeiter verschafften sich mit Hilfe von Nachbarn at Polizei Zutritt zu dem Haus at Faden den schwer verletzten hat, auf seinem Kopf wurde ein Geschütz abgelegt. Als die Tierschützer das Tutschbock aufnahmen, sahen sie das ganze Anil, der Kopf war Blut überstromt, die Osen stark angeschwollen. Es wurde festgestellt, dass die Arme hat in mehreren Verletzungen hat, darunter zwei große Wunden an der Oberseite ihres Kopfs, die genäht wurden mussten, so die RSPCA kehrte. Υπερχήν μίση πλούτερ του Σέιεμ κόφα δάινεν λόσεν ζανάου, δε ρέφερν γουέρδεν μουστ κυρόζεν γουόρεν γέρωτετ, δα σιβέρσουστ δα ηράινι γανσμίτελ μητράνεν λόσουέρδεν. Κάδι αλτερ μους μισ λίμεν κόνσεκουέντζεν λέβεν. Das Bulldoggen-Weibchen wurde beim Tierarzt ausgewiesen, auf die Ersatzen der schlimmen Verletzungen Aderschutz, dabei wurde festgestellt, dass die Verletzungen nicht durch Zahnfall entstanden. Ein Tierarzt erteilte Aderschutz und ergab, dass die Verletzungen vorsätzlich wurden nach der Verschutz, der hat danach zu schaubern, Schmerzen und Leiden verursacht hat, so die Tierschützer wurde. Von Akruenigen dagegen intensiver fallend durch die RSPCA-Mitarbeiter erhalt sich das Tierbund dieser Kuhl bald kann die Bulldoggen hat in Adoptier wurden und ein ruhigeres Leben führen. Für den Halter des Tierbund das Leben in des gar nicht ruhiger. Gary Bell wurde Anfang Januar verurteilt, nun muss für 16 Wochen ins Gefängnis und ist lebenslang für die Tierhaltung in Großbritannien gesperrt. Bell wurde weiterhin einen Offer zu Schlag in Höhe von 121 britischen Bitten ab 150 Euro an die Handelfall gezahlt.